Hallo ihr Lieben, hier ist wieder der Ü-Ei-Kanal, mein Name ist Gunnar und für euch habe ich heute wieder ganz, ganz viele Überraschungseier mitgebracht. Genau, und gemeinsam mit meiner Assistentin Minimaus werden wir jetzt diese Überraschungseier öffnen und natürlich gleich zu Beginn für Minimaus machen wir auch das Minimaus-Überraschungsei auf. Also los geht's, das ist unser erstes Ei für heute. Und der spannende Augenblick, was haben wir denn hier? Okay, das sieht schon mal sehr, sehr interessant aus. Wir haben wieder unsere leckeren Süßigkeiten. Da habe ich schon ganz viele von gegessen, die schmecken mir auch megamäßig gut, auch wenn sie wirklich sehr, sehr süß sind. Dann haben wir natürlich noch ein Jojo, das darf auch nicht fehlen. Genau, mit Minimaus drauf. Und wir haben Aufkleber, süße Aufkleber im typischen Minimaus-Rot-Weiß-Design. Genau, Minimaus mag nämlich rot mit weißen Punkten. Okay, ich packe das dennoch mal beiseite, denn wie ihr schon sehen könnt, haben wir noch ganz viel mehr. Wir haben zum Beispiel dieses My Little Pony Überraschungsei. Und auch hier bin ich schon mal wieder gespannt. Das letzte Mal haben wir so ein kleines Amulett mit Pinkie Pie drauf bekommen. Mal schauen, was wir diesmal bekommen. Ihr wisst ja, hier gibt es so von Haarspangen über Haarkämme und so weiter so ganz lustige Sachen. Und ja, das müssen wir uns jetzt auch mal ein bisschen genauer anschauen. Ich kann hier schon wieder Süßigkeiten und Aufkleber sehen. Zum Beispiel dieser Aufkleber mit Pinkie Pie. Cool. Ja, der ist schon mal ziemlich nett. Ich stecke das mal wieder hier rein. Dann haben wir natürlich noch diese herzförmigen Zuckersüßigkeiten. Und dann haben wir wieder so ein Amulett. Das ist schon mal sehr interessant. Und wer ist drauf? Wer ist drauf? Wir haben wieder Pinkie Pie. Cool, oder? Genau, das ist Pinkie Pie. Also wirklich ein tolles Schmuckstück, wenn man so möchte. Ich packe das Ganze trotzdem mal wieder zusammen, denn wir haben noch mehr Überraschungseier. Das nächste Überraschungsei für heute ist nämlich ein SpongeBob-Überraschungsei. Genau, SpongeBob, ganz in Gelb. Der lacht hier schon so in die Kamera. Na, der sitzt auch hier hinten bei den Zuschauern, genau. Aber ja, wir machen das jetzt auch mal wieder auf. Und dann schauen wir mal, was wir hier haben. Wir haben zum Beispiel eine Pfeife. Okay, das ist wie so eine kleine Trillerpfeife. Da kann man reinpusten. Das Ding macht dann wohl ziemlich Krach. Dann haben wir natürlich auch wieder Süßigkeiten. Okay. Und was auch auf gar keinen Fall fehlen darf, sind Aufkleber von SpongeBob und seinen Freunden. So, also was haben wir noch schönes, Minimaus? Ich kann schon so ein Blindback hier hinten sehen. Ja, Mascha und der Bär. Okay, hier scheint es also wieder mal 12 verschiedene Figuren zu geben. Und einer dieser Figuren ist also hier drin. Ich bin gespannt, welche Figur wir heute bekommen werden. Hier hinten drauf kann man die 12 verschiedenen Figuren sehen. Und wenn man das jetzt aufreißt, dann sehen wir, dass wir schon hier eine Figur haben. Nämlich, ja, Mascha mit Eiscreme mal wieder. Okay, eine lecker Eiscreme. Im Wintermantel. Ja, was ist eure Lieblingseiscreme? Ich esse ja gerne Erdbeereis und Schokoeis, aber wie ist es mit euch? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich bin gespannt, was ihr gerne für Eis esst. Und in der Zwischenzeit verrate ich euch, was sich hier in diesem Super Mario Überraschungsei versteckt hält. Da ist nämlich bestimmt auch wieder ein Spielzeug, eine Süßigkeit und ein Aufkleber drin. So, genau. Das sieht schon mal gut aus. Das sieht doch sehr gut aus. Sternförmige Süßigkeiten. Genau, kleine Zuckerbonbons in Sternchenform. Dann haben wir natürlich noch einen Aufkleber mit Luigi. Luigi darf auf gar keinen Fall fehlen in ein Super Mario-Ei. Und wir haben einen Schlüsselanhänger. Oh, wie heißt eigentlich dieser Drache, der hier drauf ist? Ich weiß gar nicht genau. Also wenn ihr mir den Namen verraten könnt, das wäre total super. Also der Name liegt mir auf der Zunge, aber manchmal ist das so, da fällt einem das nicht ein. Also schreibt es mir in die Kommentare, wenn ihr den Namen dieser Figur wisst. Und wir schauen mal, was sich hier in diesen Eisköniginnen, also in diesen Disney-Frozen-Ei versteckt hält. Ihr könnt schon sehen, mal wieder draußen ist Anna und Elsa abgebildet. Aber was da drinne ist, das zeige ich euch jetzt. So, wir haben Aufkleber. Natürlich Anna, Elsa und Olaf, der Schneemann. Das ist schon mal ziemlich cool. Dann haben wir aber noch viel, viel mehr. Wir haben zum Beispiel so einen kleinen Kreisel mit Prinzessin Elsa mal wieder. Okay, wir können mal gucken, ob der funktioniert. Ja, schaut gut aus. Funktioniert, dreht sich. Und wir haben diese leckeren Süßigkeiten mal wieder. Na, da habe ich heute, glaube ich, ganz, ganz viel zu essen. So, wir haben noch ein weiteres Überraschungsei. Darauf kann ich auch schon wieder Anna und Elsa sehen. Ihr wisst schon Bescheid, auch das ist wieder ein Disney-Frozen-Überraschungsei. Allerdings ist diesmal das ein bisschen anders. Das ist nicht blau, sondern rosa. Also vielleicht ist ja auch was anderes hier drin. Okay, das sieht schon mal gut aus. Wir haben natürlich wie immer ein Aufkleber. Das sieht diesmal ein bisschen anders aus. Hier haben wir Anna und Olaf. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Dann haben wir so einen kleinen Guide.
Ja, hier kann man sehen, was man alles so bekommen kann. Da gibt es verschiedene Sachen, vom Schlüsselanhänger über Notizbücher, über Haarkämme. Dann haben wir Süßigkeiten. Das sind auch andere Süßigkeiten. Und wir haben einen Prinzessin-Elsa-Anhänger. Ja, definitiv ein Elsa-Anhänger. Also Leute, was hat euch am besten gefallen? Welches Überraschungsei war euer Lieblingsüberraschungsei? Schreibt es mir in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr den UI-Kanal abonniert. Denn wir sehen uns hier das nächste Mal alle gemeinsam wieder, wenn wir wieder Überraschungseier, Blindbags und Spielzeug auspacken. Also bis dahin, tschüss!